Willkommen zum Vortrag von Mansuta. Mansuta arbeitet als Berater bei der CodeCentric AG. Wir haben es ja kurz auch gesehen. Eigentlich steht es ja auch. Ansonsten interessieren Sie sich ja auch für Big Data, NoSQL und Continuous Delivery. Also ganz spannende Themen. Ich bin schon ganz gespannt auf den Vortrag. Mansuta, ein bisschen die Jacke nach mehr von der Sohle. Genau. Ich bin als Berater halt mehr im Transaktionssystem. Also sprich Online-Shops unterwegs und ich spiele mich natürlich dann auch in dem Thema von meinem Dorf wieder. Nehmen wir mal los, dann muss ich das nicht so aufnehmen. Hauptsächlich arbeiten wir mit agilen Vorgehensmodellen und der Fokus bei uns liegt darum, immer nach einem bestimmten Sprintlängen immer ein laufendes Stück Software in Produktion bringen zu können. Das hat einen bestimmten Grund, weil unser Produktmanagement natürlich die Produkte verbessern möchte, um mehr Umsatz zu generieren. Und wenn man die Produkte in Produktion bringt, dann kann man mit echten Daten der Kunden neues Wissen generieren, um dann wieder neue Ideen über die Produkte zu machen. Das, Vorgehen mit dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein, nennt sich die Startup, erfolgt zurzeit relativ großer Beliebtheit. Viele werden das vielleicht auch unter PDCA-Zyklus kennen, von Taming. Also das ist im Wesentlichen dieselbe Grundidee. Jetzt kommen wir zu dem Thema Konversion. Konversion ist eine essentielle Metrik in so einem Online-Shop, weil die den prozentuellen Anteil zwischen Aktionen, die ausgeführt werden soll und der Gesamtanzahl an Besuchern von einer Webseite beschreiben. Das heißt also, wenn wir das Absenden einer Bestellung als Ziel nehmen, dann haben wir den prozentuellen Anteil der Leute, die umgewandelt werden von einem Interessenten in einen echten Käufer und haben damit auch eine Umsatzrelevanzmetrik, mit der wir den Nutzen von einem Feature vorausrechnen können. Wie funktioniert das Ganze? Ich hoffe, dass die VMs jetzt da sind. Sieht gut aus. Gucken wir uns mal so einen Online-Shop an. Hier sehen wir, ein Beispiel kann natürlich keinen echten Shop nehmen, deswegen habe ich das mal nachprogrammiert. Man sieht hier einen Produktkatalog, einen Empfehlungsbutton und den Warenkorb. Jetzt kann man so Produktmanager hingehen. Also normalerweise sind alle Events in so einem Online-Shop verpixelt und dadurch kann man dann sehen, was ein Benutzer ausgeführt hat auf so einer Webseite. Und jetzt kann man diese Metriken nehmen und unser Produktmanager sieht irgendwie, der Klick auf diesen Button ist nicht gut. Deswegen kann man jetzt anfangen, die Webseite zu optimieren. Man kann die Hypothese aufstellen, das liegt vielleicht an diesem Empfehlungsbutton und deswegen kann man den Empfehlungsbutton einfach mal entfernen und an zwei Gruppen von Benutzern ausspielen, die da Daten sammeln und dann kann man statistisch genauer sagen, ob es wirklich an diesem Panel von da oben lag. Alternativ kann man auch ausprobieren, vielleicht ist es die Farbe von den Button und man spielt einfach ein anderes Design ein. Und spielt das wieder an zwei unterschiedliche Benutzergruppen aus, misst dann wieder, wie verhalten sich die Benutzer und kann dann dementsprechend die Software dementsprechend anpassen für die Allgemeinheit. Das, was wir eben gesehen haben, ist hier mal zu sehen für das Panel, was ich da abgeschaltet habe. Das nennt sich Feature Toggle Pattern. Ist eigentlich relativ einfach. Man macht ein Foto, indem man sich States speichert, über die Features, die auf einer Seite angezeigt werden sollen. Und dann sieht man hier in dem Panel, gibt es eine Lifecycle-Methode, Set Visible, und da setzen wir einfach den entsprechenden Wert und dann ist das
Feature entsprechend ausblendet. Jetzt habe ich als Berater öfter das Problem, dass ich irgendwo hinkomme und ich habe einen riesen Block an Software und muss irgendwie neue Funktionalität reinkommen und gerade für diese AB-Tests eignen sich monolithische Architekturen nur begrenzt. Weil man. Achso. Das soll meine Sorgen damit ausdrücken. Genau, also wobei, wenn ich in diesem monolithischen Architektur was anfasse, dann gibt es viele Querabhängigkeiten und es ist halt relativ schwer, mal so einen kompletten Bestellprozess oder einen neuen Katalog neben dieser Anwendung zu stellen. Das macht keinen Spaß. Deswegen habe ich irgendwie überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass man wieder Spaß bei der Arbeit hat und seinen Kunden vor allen Dingen glücklich macht. Dann habe ich zurück mich erinnert an meine Kindheit, Mensch, da hatte ich diese Lego-Bausteine und dann konnte ich so ein Auto bauen und wenn mir das nicht mehr gefallen hat, dann habe ich einfach irgendwie zwei neue Bausteine dran gepackt und dann war das ein Flugzeug. Geht das mit Software nicht auch? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, da findet man heute öfter den Begriff Microservice. Für mich ist ein Microservice einfach nur Funktionalität, kapselt in einem begrenzten Kontext, der seine eigenen Daten verwaltet. Wenn man das jetzt an dem Online-Job-Beispiel sieht, dann könnte das zum Beispiel in einem Katalog sein. Wenn ich jetzt verschiedene von diesen Bausteinen zusammensetze, dann habe ich eine sogenannte Microservice-Architektur. Dieses Vorgehen ist auch nicht neu. Gerade den Leuten, die viel mit Linux arbeiten, sollten die Unix-Pipeline bekannt sein. Das ist ein über 40 Jahre altes Verfahren, was vom Douglas Mac Ilroy eingeführt worden ist. Das ist hier mal ein Beispiel, wie man aus verschiedenen Applikationen ein neues Programm bauen kann. Das ist relativ einfach. Man hat den Befehl PLS auf. Der zeigt uns alle Prozesse, die auf einem Rechner laufen, an. Dann nehmen wir den Output von dem Programm und pipen es in das Programm Web mit dem Parameter Java. Dann werden uns alle Java-Prozesse angezeigt und letztlich habe ich den Output dann wieder in den Befehl WC, um mir anzuzeigen, wie viele Java-Prozesse auf diesem Rechner laufen. Im Jahre 1996 hat die Gartner den Begriff serviceorientierte Architektur das erste Mal benutzt. Und die beschreiben im Endeffekt ein relativ ähnliches Vorgehen. Da wird auch gesagt, zergliedert die Anwendung in kleine Stücke, die eine bestimmte Business-Funktionalität ausführen. Diese Stücke sind eigenständig und man kann mehrere von diesen Stücken dann zu neuen Services zusammenstecken, aber die Services sollten Blackboxen für ihre Konsumenten sein. Hier sehen wir nochmal die Taxonomie. Hier sieht man auch nochmal, damals wurde auch schon gesagt, so ein Service in einer SOA-Architektur besteht aus Business-Logik und Daten. Dann gibt es hier zusätzlich noch den Begriff Kontakt. Auch den findet man bei den Microservices wieder. Was man bei den Microservices allerdings nicht so wiederfindet, ist eine explizite Trennung vom Application-Frontend. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass ein Microservice sowohl das Frontend mit beinhalten kann, was in manchen Fällen auch nicht schlecht sein muss unbedingt. Und dann gibt es so ein sogenanntes Service Repository. Auch das findet man im Microservice-Modell öfter mal wieder. Was man nicht so oft wiederfindet, ist der Enterprise Service Tools. Microservices gehen eher auf Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Was sind jetzt dann nochmal zusammengefasst die größten Unterschiede? Microservice-Architekturen laufen vor allen Dingen auf Lightweight-Infrastrukturen, das heißt, sie bringen ihren eigenen Application-Server mit, beziehungsweise alles, was sie überhaupt zum Laufen brauchen. Die Kommunikation erfolgt häufig über REST. Das ist ein technologieneutrales Transportprotokoll.
Also ist in sämtlichen Sprachen installiert und damit ist man auch nicht so eingeschränkt, was die Programmiersprachen angeht. Also man kann in den Architekturen Go, Haskell und Java miteinander mixen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist man architektonisch auch nicht ganz so eingeschränkt, weil Microsoft auch eine GUI beinhalten kann. Vom Produkt-Lifecycle ist es bei Microsoft so, dass man die eher als Produkte sieht und dementsprechend auch damit ein Microservice einen eigenen Lifecycle bekommt. Und dann häufig auch von einem eigenen Team entwickelt wird. Beim Deployment sieht es eigentlich so aus, dass es nur ein Prozess ist, der von einem Rechner läuft. Und dadurch kommen viele Ops-Geschichten mit ins Spiel. Wenn man zum Beispiel einen Rechner provisionieren will, dann kann man das mit Unix-Packages machen, was einem dann das komplette Objektinfrastruktur so zusammenbaut, wie man die braucht. Oder was jetzt natürlich moderner ist mit Docker Container. Gucken wir uns jetzt nochmal an, wie man an einem konkreten Beispiel die Anzahl der Microservices bestimmen kann. Hier sehen wir Use Case Diagramm vor einem Online-Shop. Im Wesentlichen haben wir in unserem Online-Shop drei Use Cases. Man muss sich Produkte anschauen können und dann muss man natürlich einen Warenkorb kreieren können und letztlich möchte man diesen Warenkorb wahrscheinlich auch bestellen. Damit hat man eigentlich schon mal so die Grundanzahl an Microservices, die man braucht. Jetzt kann man halt noch fachliche Aspekte mit reinnehmen. Wenn man jetzt die Katalogansichten für AB testen möchte, dann steigt natürlich die Anzahl der Microservices an, weil man dann eher hingehen wird und die Datenhaltung, so wie es der klassische DAO in einer Drei-Schichten-Architektur macht, wahrscheinlich eher in Microservice reinzieht und die Frontends dann getrennt voneinander deployt und über einen Load Balancer dann ausspielen lässt und entsprechend vermisst. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben aber schon einen Online-Shop, der funktioniert und Geld generiert. Und unser Produktmanager kommt an, ich brauche einen neuen Katalog, alles muss sich bewegen, alles muss neu sein, alles muss gut aussehen und eigentlich passt das überhaupt nicht zu unserer alten Architektur. In verschiedenen Abstimmungsrunden ist uns eigentlich relativ schnell klar, wir würden eigentlich eher auf einen JavaScript-Framework setzen, aber technisch gesehen können diese beiden Systeme nebeneinander existieren, weil man ja auch immer wieder den Fallback haben will, der alte Shop verdient Geld. Und das neue System live zu setzen, ist erstmal ein Risiko und deswegen möchte man das wahrscheinlich erstmal an 20% der Leute, der Kunden messen. Jetzt kann man halt hingehen und man schreibt dieses System komplett eigenständig. Also wenn es jetzt ein Katalog sein soll, würde man die Katalogansichten trennen und eine Microservice für die Warenkorb Erstellung und für die Produkterstellung schreiben. Und den eigentlichen Bestellprozess wird man über das alte System ablaufen lassen. Was man jetzt eigentlich bloß braucht, ist eine Verbindung zwischen dem Altsystem zum neuen Warenkorb-Service und irgendwie eine Integration für den Benutzer. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe hier nochmal eine andere Implementierung von dem Online-Shop von eben. Wenn wir mal in den Quellcode reingucken, dann sehen wir, dass das jetzt eine JavaScript-Anwendung ist. Kennt jemand die Direktive ng-up? Nein. Worauf weist das hin? Angular. Dass wir jetzt eine Angular.js-App haben. Vorher war es, wie schon an dem Panel-Beispiel erwähnt, eine Wicket-Anwendung. Und wie kann man jetzt diese beiden Anwendungen miteinander verheiraten? Einfach über HTTP-Links. Also wir haben ja die Statusinformationen in den Microservice gespeichert und wenn wir jetzt einfach dafür sorgen, dass diese beiden Anwendungen gleich aussehen und entsprechend die Links auf der Seite über Strategien ändern, dann können sich die Benutzer ohne Visibility Einbußen in beiden Systemen bewegen und wir haben die Möglichkeit, die Systeme zu vertesten.
hat man im Beispiel schon gesehen, wir haben irgendwie 4 Deployment-Artefakte, die irgendwie gebaut werden müssen. Dann ist die Integration natürlich ein Problem bei den Microsoft-Architekturen. Und man muss die Konfiguration zu den Deployment-Artefakten bekommen, damit das dann auch auf den Rechnern, ohne dass man manuelle Schritte ausführen muss, läuft. Dann steigt natürlich die Komplexität im Login und im Monitoring von solchen Systemen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie man damit umgehen kann. Das Thema Integration ist ein eher theoretischeres Modell. Also da gibt es von den amerikanischen Soziologen ein Modell, was sich eigentlich auf Open bezieht. Darin beschreibt er bestimmte Kommunikationsstrukturen. Einmal in den Sternen, da ist die Zentralisierung sehr hoch. Die Kommunikation zwischen den Beteiligten ist sehr gering, weil alles über diesen zentralen Punkt abgewickelt wird und dadurch ist die Kontrollierbarkeit natürlich auch sehr hoch. Dann gibt es die Kette, da wird einmal immer vom Vorgänger zum Nachfolger erzählt, so wie es vorhin in der Unix-Pipeline zu sehen war. Und man hat einen Kreis und eine sogenannte Vollstruktur, wo alles irgendwie mit allem reden kann. Das findet man natürlich auch wieder in der Architektur. Wenn wir jetzt unsere Frontend sehen, dann beschreibt das mehr oder weniger einen Stern zu dem Warenkorb und zu dem Produktservice. Und eine Kette haben wir dann im Endeffekt zum Altsystem, weil das Altsystem eigentlich nur noch über die Schnittstelle arbeitet, die der Warenkorb-Service bereitstellt und nichts von dem neuen Katalog weiß. Also da können natürlich auch komplett neue Produkte drin sein. Wenn man das unternehmensweit dann auch noch auf Teams verteilt, dann nennt sich das Conway's Law. Also dann sieht man, dass die Unternehmensstruktur auch in der Software wieder abgebildet ist. Wie sieht das jetzt mit der Kommunikation zwischen den Paaren aus? Wenn wir uns hier jetzt mal diesen Best-Response angucken, wenn wir einen Benutzer, solange irgendwie nur ein Feld dazukommt, wie hier mein Geburtsdatum, kann man den Clients beibringen, dass sie diese Felder ignorieren und alles tun. Wenn wir jetzt aber eine komplexe Veränderung am Datenmodell machen, vorher die Adresse nur aufgegliedert direkt unter dem Hauptobjekt, in Straße, Stadt und Postleitzahl. Und jetzt haben wir ein komplexeres Objekt rausgemacht, was nicht mehr von unserem Client verarbeitet werden kann. Dann kommt es in Produktion zu einem Ausfall oder zu Fehlermeldung. Wenn man jetzt die 3 Regeln von Continuous Delivery betrachtet, also wir sollen unsere Customer nicht sprechen, wir sollen den Code nicht sprechen und vor allen Dingen, wir gehen immer nach vorne in unsere Auslieferung. Dann liegt es nahe, einfach für den Zeitpunkt, in dem beide Systeme nebeneinander existieren, einfach die Daten zu duplizieren und ein Projektmanagement-Problem draus zu machen. Wir können jetzt eine Task erstellen in Jira, das diese Entfernung bei einem anderen Team fordert und nach der Benachrichtigung vom anderen Team, dass die Sachen entfernt sind und auf die neue Datenstruktur migriert ist, können wir dann letztlich die Sachen auf dem Code entfernen. Das findet man auch häufig bei über Downtime Deployment in relationalen Datenbanken. Wenn man zum Beispiel ein Feld löscht, dann wird das einfach über einen Deployment-Zyklus erstmal noch da gelassen, um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisten und dann letztendlich irgendwann später kann. Okay, und damit sind wir wieder gut. Dann haben wir das nächste Thema, unsere Deployments. Wenn wir uns so eine klassische Deployment-Pipeline angucken, dann geht die mehr oder weniger sich ganz selbst, kann das überlesen. Dann bauen wir irgendwie unsere Software, dann deployen wir die auf irgendein Testsystem, von da aus können wir dann Integration-Tests oder Last-Tests ablaufen lassen. Wenn wir uns jetzt mal die Anzahl der Builds in so einer Microservice-Architektur
vor Augen führen. Also das sind alle Builds, die benötigt werden, um das einfache Beispiel zu bauen. Von eben. Dann sieht man halt schon, dass das jetzt nicht mehr ganz so einfach ist. Jetzt haben wir halt mehrere Deployment-Pipelines, die irgendwann zusammengehen. Und die UI-Testen oder die Last-Testen eigentlich erst nach dem letztendlichen Deployment auf dem Testsystem ablaufen, um die Integration aller Komponenten sicherzustellen. Zwischendrin hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, seine Verträge mit den anderen Systemen zu testen und oder halt normale Unit-Tests ablaufen zu lassen. Wie macht man jetzt so ein Deployment am geschicktesten? Da führen natürlich viele Wege nach oben. Ich habe halt einen Weg gesucht, wo ich eigentlich nicht mehr auf mein Zielsystem machen muss. Und bin da relativ schnell auf Unix-Pakete gekommen, weil die halt in den meisten Infrastrukturen, mit denen ich zu tun habe, sehr gut passen. Also so HTTP-Server hinzustellen, wo man Pakete drauf pusht und das, da gibt man jedem Boxer dazu überredet und von daher hat man relativ wenig Aufwand, das zu integrieren. Wenn man jetzt mit Containertechnologien wie Docker anfängt, in, sag ich mal, gesetzteren Branchen, dann sind die meistens nicht so happy damit. Was macht man jetzt bei dieser Unix-Paketierung? Ja, man macht halt ein Bild, da kommt im Java-Umfeld meistens ein Jar-File raus. Dem Jar-File gibt man die Konfiguration dazu, die es wissen muss. Und dann erzeugt man ein Unix-Paket, in dem Fall Debian, und das man dann in ein Repository packen kann. Jetzt kann man das für verschiedene Systeme machen, also für das Testsystem, für Staging, für die Produktivumgebung, und was man dann auf den Zielrechnern einfach nur machen muss, ist ein im Fall Debian apt-get install und den Paketnamen, also so wie wir das von Ubuntu gewohnt sind. Und dann kann man halt auch alle Abhängigkeiten zwischen den ganzen Services ausdrücken. Okay, jetzt haben wir uns einen relativ großen Zoo an Mikroservices gebaut und es ist jetzt nicht mehr ganz so einfach festzustellen, wenn wir jetzt so eine monolithische Anwendung haben, dann ist die einfach weg und wir können nicht drauf zugreifen. Wenn jetzt nur der Warenkorb-Service weg ist, dann kann unser Katalog ja durchaus noch angezeigt werden. Wie kriegen wir das dann mit, dass irgendwas nicht läuft? Hier gibt es verschiedene Open-Source-Tools. Eins ist Singa, das ist eine Fork von Nagios. Nagios besteht im Wesentlichen darauf, dass man Posts definiert und Services, die man überwachen möchte, und dann kann man sich hier eine Liste anzeigen lassen von Sachen, die aktuell laufen. Man sieht hier, dass ich auf dem kleinen Laptop ein bisschen ein Speicherproblem bekomme, weil ich hier ein komplettes Cluster, das man so üblicherweise in der Entwicklung vorfindet, simuliere. Also man hat hier irgendwie vier App-Server, dann das Debian-Repo, der Build-Server, MongoDB und dann einen Rechner für das Monitoring. Wenn wir jetzt mal einen so einen Service ausschalten und einen kleinen Moment warten, dann sollten wir eigentlich einen kritischen Error bekommen, wenn man es hier anzeigt. Das Ganze kann man natürlich dann auch so einrichten, dass da ist dann auch der Fehler, der Warenkorb ist nicht verfügbar. Dass man dann auch eine E-Mail-Benachrichtigung bekommt, oder im Fall von Isinga hat man auch eine Rechenstelle, die man dann in Extreme Feedback Device schalten kann. Dann kriegt man auch ein visuelles Feedback, dass gerade die Produktion nicht läuft. Außerdem hat man mit Isinga die Möglichkeit, SLA-Reports zu erstellen. Anderes wichtiges Thema
ist Kibana. Das basiert auf dem ELK-Stack, der aus Elasticsearch, Logstash und Kibana besteht. Elasticsearch indiziert alle Logdateien, Logstash sammelt die ein und mit Kibana können wir uns visualisieren, was auf unseren unterschiedlichen Systemen passiert. Also hier sieht man, da haben wir irgendwie Log-Anomalien, weil da halt viel mehr gelockt wird. Dann kann man gucken, was ist da los oder was der viel business-kritische Fall ist. Wie sieht die Conversion in unseren Geschäftsprozessen aus? Hier sehen wir dann mal Exemplare zum Dashboard, wo man dann die Absprungraten zwischen den einzelnen Bestellschritten erkennen kann. Also es sieht ja auch relativ normal aus, wie in einem normalen Online-Shop. Und man muss natürlich bei der Conversion-Optimierung dann immer bestimmt diese Absprungraten möglichst klein zu bekommen. Okay, für mich bringen die Microservices jede Menge Freiheiten mit. Andererseits hat man natürlich auch den Nachteil, es ist viel mehr Arbeit, die man zu tun hat. Man muss sich mit viel mehr Technologien beschäftigen, als man früher so dachte. Also früher war man Entwickler, hat Software gebaut, hat die an Operations abgegeben. Jetzt muss man das Deployment noch mit berücksichtigen, also da wächst die Entwicklung und der Betrieb enger zusammen. Andererseits brauche ich meinen Kunden jetzt nicht mehr erklären, ihr müsst immer eine Big Bang-Migration machen. Ich kann jetzt einfach mich mit einem bestimmten fachlichen Stück daneben stellen, kann das sogar in ein Altsystem integrieren und bekomme damit natürlich jede Menge Freiheit auch in der Wahl der Technologie. Also wenn man die fachlichen Stücke so klein schneidet, dass es eigentlich egal ist, welche Technologien man verwendet, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann programmiere ich das schnell neu. Also von daher gibt es doch jede Menge Freiheiten. Ja, damit bin ich dann soweit am Ende meines Vortrags. Das komplette Beispiel, das ich gezeigt habe, gibt es in meinem GitHub-Depo. Das kann man, das ist ein Bauchanteil, das kann man auschecken und dann hochfahren und dann fährt diese komplette Infrastruktur hoch und dann kann man da selber mal mit rumspielen. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ein bisschen das, was wir von der Nil gehört haben, immer alles kleiner machen und dann ist man flexibler, wenn man die Sachen austauschen möchte. Aber jetzt genau, es gibt Gelegenheit für Fragen. Ja, bitte. Wie sieht man denn mit dem Thema Konsistenz oder Datenkonsistenz bei Microsoft um? Also gerade über Zerlegung zum Beispiel in Warenkorb und Bestellung. Stelle ich mir vor, dass man da schon irgendwie auf Konsistenz etwa achten muss. Weil ich mache den Warenkorb leer, wenn ich die Bestellung aufgehe und wenn es eins von beiden schief läuft, habe ich im Prinzip dann einen inkonsistenten Zustand und möglicherweise kommt gar nicht an, weil ich denjenigen die Bestellung weiter bearbeiten muss. Das ist natürlich jetzt einer der schwierigsten Punkte. Da muss man dann so eine Art Transaktion einführen. Also wenn man das wirklich 100% sicher stellen will, die Frage ist, wie oft tritt das auf? Also in der Praxis stellt sich auch manchmal heraus, dass das gar kein Problem ist. Dann guckt man ins Login rein, einmal am Tag, und sieht, naja, es war halt eine Transaktion am Tag, die irgendwie schief ging. Das kann ich händisch noch irgendwie nacharbeiten. Wenn das natürlich jetzt 360 Tage passiert, dann muss man sich da auch drum kümmern. Aber es gibt auch Kunden, sage ich mal, die das einfach ignorieren. Das Problem. Also, wir machen ja keine businesskritischen Sachen. Wenn irgendwie eine Bestellung nicht vernünftig abgeschlossen werden kann, dann ist das Erste, was ein Kunde macht, anzurufen in einem Helpdesk und der stellt das dann sicher. Aber wenn man
man das sicherstellen müsste, dann müsste, möchte, dann müsste man zwischen den Microservices sowas wie einen Zwei-Phasen-Commit machen und auch über vielleicht mehrere Systeme hinweg. Ja, wenn die Konfiguration der reingeschoben wird, gibt es dann ein verschiedenes Debian-Package für Tests und Produktion? Ja. Okay. Ja, nochmal für die, also ich habe jetzt einfach mal drei Umgebungen, das können auch durchaus mehr sein. Also der Build-Server würde dann quasi Packages ausspielen für das Testsystem. Da sind ja üblicherweise Datenbanknamen und dass man so eine Umgebungsinformation braucht. Könnt ihr die Frage nochmal lauter hören? Die Frage war, eigentlich ist das ja ganz gut, das zu trennen. Und wenn ich jetzt für jedes System ein eigenes, also die Konfiguration damit reinpacke, dann muss ich ja viele Pakete bauen. Und dann gab es die Anmerkung, dass es ja eigentlich besser ist, dass man nur ein Konfigurationspaket schreibt, wenn ich es richtig verstanden habe, für die einzelnen Pakete und dann mit die Deploy. Also, das Konfiguration extern nicht, und zwar immer an derselben Stelle. Man kann nicht das Paket und dann die Applikation halt auf jede Umgebung deployen. Der Bildserver aber auch nicht jede Umgebung kennen. Der Punkt ist aber, man will ja in der Lage sein, auch Konfigurationsänderungen irgendwas hinzuzufügen mit zu deployen. Deswegen ist es schon sinnvoll, zumindest eine Konfiguration in die Umgebung mit auszuspielen, und zwar vom Bildserver und nicht vom Bildserver alles auszuspielen und dann noch nebenbei die Konfiguration hinzuzufügen. Also dann macht das schon Sinn. Ich sehe das auch eher als immer das als auf die ersten Ausdruck. Ja, wenn du jetzt ein Paket machst, wo der Service und die Konfiguration drin ist, oder ob du sagst, ich habe für den Curl-Service ein übergreifendes Paket und dann die Konfiguration einzeln für die Stages. Ich finde das schon wichtig, dass die Konfiguration im Git liegt. Also, wenn du Git ist das Werkzeug für alles. Und für mich ist Konfiguration im Git Infrastructure als das Code. Also von daher genau, das ist ein streitbares Thema. Also ich bin wenn man das mal ausblicken sieht, locker war, als ich angefangen habe, den Vortrag zu konzipieren, noch relativ jung. Also ich habe ja relativ lange an den Beispielen gesessen, dann noch mal was dazu mitnehmen. Und ich habe Docker damals als nettes Spielzeug gesehen. Jetzt mittlerweile, wo die ganzen Cluster-Manager wie Kubernetes und Mesos Open Source sind, ist das natürlich ein machtvolles Werkzeug. Weil wenn ich jetzt zurückerinnere an die Daten, die ich im Elasticsearch habe, dann kann ich automatisch meinem Cluster beibringen, mein Feature wieder zurückzustellen, wenn das nicht performt, so wie das soll in Produktion. Weil es gibt halt auch durchaus Shops, die machen im fünfstelligen Eurobetrag pro Stunde Umsatz, und da ist das schon eine relevante Kennzahl, wenn irgendwie die Conversion einbricht. Hätten Sie so eine Frage? Ich habe eine Frage zur Erfahrung, wie es aussieht, sag mal, in der Modellierung meiner Anwendung. Ich kann ja sehr weit gehen und jede einzelne Funktionalität sozusagen als Microservice implementieren. Ich kann aber am anderen Ende so weit gehen, das Ganze monolithisch zu haben, vielleicht sogar als Unikern. Und da ist die Frage, wie Ihre praktische Erfahrung ist in der Modellierung. Wie weit geht man da? Stellt sich das ein Problem dar? Wenn je mehr einzelne Microservices ich habe, desto höher habe ich ja eben diesen Administrations-Deployment-Aufwand, ich muss Schnittstellen definieren, oder sagt man, es ist wie beim ersten Angestellten, der erste Microservice macht den meisten Aufwand, danach ist die Infrastruktur da. Ja, ich meine, das ist halt ein Glaubenskrieg. Also ich persönlich bin der Meinung, man sollte erstmal, auch wenn es vielleicht so einfach, so groß wie möglich anfangen, weil dann habe ich es auch so einfach wie möglich. Wenn ich dann jetzt ein spezifisches Problem, wie zum Beispiel, ich möchte nur den Katalog in einem Shop testen kriege,
dann sollte man rausziehen, den Katalog und das daneben stellen. Also das ist auch das, was für mich in der Praxis am besten funktioniert hat bis jetzt, weil das machen ja dann auch unterschiedliche Teams, die müssen miteinander reden und das funktioniert unterschiedlich gut. Also es gibt Teams, die sind sich sehr grün und es gibt Teams, die bekriegen sich. Und da ist es dann besser, einfach die Schnittstellen loszuwählen, dass sie nicht überhaupt nicht in die Quere kommen. Und das findet man eigentlich erst heraus, wenn man ein laufendes System hat. Ich meine, auf der grünen Wiese anzufangen, ist meistens eh ein utopisches Wunschdenken von mir im Plan. Und da können Sie aus Ihrer Praxis sprechen, dass es in Ihrer Erfahrung viel besser war, erstmal relativ grob anzufangen und dann noch sofort kleiner zu machen. So, du magst ja auch noch eine Frage. Aber in dem war ja Jagd nach mehr Konversion. Wie war das jetzt in Ihrer Erfahrung, wenn Sie diese Microservices-Architektur eingeführt haben? Ist schon die Konversion gestiegen? Können Sie das dann eingeben? Also, es ist schon. Und wie sehr fühlt das denn? Wie gut das denn? Also, das ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt Kunden, die möchten das gerne und machen das nicht. Es gibt einen Kunden, bei dem das natürlich richtig der Renner geworden ist. Und ist aber halt schwer zu sagen, wie viel das wirklich bringt. Man kann jetzt nicht sagen, naja, wenn man das jetzt macht, dann bekommen wir gleich 50% Konversion. Also ich habe das vorhin ja schon angedeutet, dann machen wir erstmal das Panel weg, dann machen wir irgendwie, gucken wir mal uns das Design an und das sind verschiedene Schritte und das muss man immer wieder iterativ entwickeln. Wichtig ist halt erstmal eine Infrastruktur zu haben, die das unterstützt. Man kann relativ viel mit Feature-Toggeln auch machen auf normalen Webseiten. Aber wenn man dann halt mal wirklich einen kompletten Bestellprozess, meinetwegen, man hat einen Bestellvorgang, man gibt die Adressdaten als Akkordeon ein, dann kommt die Kontonummer und dann möchte man das jetzt über mehrere Prozessschritte verteilen und einfach mal auszuprobieren, dann im Endeffekt kann man das auch so mit einer Zahl festmachen, weil das halt stark abhängig ist von den Kunden. Also das ist ja gerade das, was man damit herausfinden will, dass man so eine Kundenzentrierung bekommt. Man möchte an seinen Kunden eigentlich ausprobieren, was funktioniert, um besser zu verkaufen. So, weitere Fragen? Ja, bitte. Ich würde gerne auf das Beispiel auf dem Slide zurückkommen, nur dass ich es richtig verstanden habe, weil es ja hieß, von dir jetzt alle Konfigurationen geht in Repositories und so weiter. Also das bedeutet quasi, dass die Passwörter für Datenbanksysteme alle in Git Repository sind und dass das Build-System auch das Repository vollständigen automatischen Zugriff hat, ohne menschliche Interaktion. In der Praxis machen wir das so, dass die Dinge getrennt voneinander sind. Also Operations hat ein eigenes Repository, was von den Entwicklern getrennt ist und wenn das da reinwandert, dann ist das erstmal verschlüsselt und das wird quasi auch den Rechnern decryptet. Und auf die Rechner haben wir überhaupt keinen Zugriff. Also außer, dass wir nehmen ein anderes Tool als das Kibana, ein kommerzielles Tool, dass wir dann quasi auf die Logfiles zugreifen können. Und wenn da irgendwer was einbaut, dass die Passwörter im Klartext ausgelockt werden, dann geht es eher nach. Den muss man auch fragen. Nein, also das ist schon. Ich meine, das ist jetzt hier in dem einfachen Beispiel, in der Praxis funktioniert das viel komplizierter. So, weitere Fragen? Ja, bitte. Du hattest ja das Beispiel mit dem Webshop gezeigt. Und da wäre jetzt meine Frage, also an welcher Stelle werden sozusagen die einzelnen Services zusammengeführt? Also wenn man jetzt das Webshop-Beispiel nimmt, gibt es den Katalog und auf der Katalogseite gibt es ja immer auch irgendwo den Warenkorb. Und ist jetzt so, dass der Warenkorb separat über Ajax von dem Warenkorb-Service gezogen wird oder gibt es vorher schon irgendwo einen Proxy, der das irgendwie zusammenbaut? Ich mache eigentlich die GUI. Also die GUI ist in dem Sinne der Aggregator. Die kennt die Produkte und packt die in den Warenkorb rein und im Warenkorb sind sie dann einfach publiziert drin. Also auch hier ist das komplizierter, weil man möchte ja die Preise immer
im Warenkorb haben, die auch aktuell auf der Seite angezeigt werden, die können sich ja ändern. Da kann man dann mit dem JSON Webtoken arbeiten, dass man so eine Art, so ein Hash-Verfahren hat, wo dann auch sichergestellt ist, dass das wirklich das Produkt ist, was jetzt zu dem Zeitpunkt den Preis hatte. Weil das könnte man ja theoretisch auch manipulieren über die UI. Gut. Wenn wir uns weitere Fragen gibt, die wir ja bestimmt auch noch so gut weiter und können dann angesprochen werden, dann vielen Dank nochmals für Ihre Antworten. Wenn ich ein Programm schaue, jetzt kommt eine kleine Kaffeepause und dann geht es hier um den Programm.